Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Das, ja, also ihr seht, es hat sich schon wieder was an den Texturen getan. Wir sind jetzt nicht mehr auf Mesa HD, wir sind jetzt auf Honeyball Basic. Weil das hier einfach mein Lieblingstexture-Pack ist. Oh, und das Wasser fließt. Das ist mir das letzte Mal bei Mesa gar nicht so bewusst aufgefallen, aber das Wasser fließt. Und ja, das hier ist das Basic Texture Pack von der guten Honeyball. Von mir ein bisschen modifiziert, nachdem sie es nicht mehr gepatcht hat, habe ich halt Blöcke selber eingefügt. Ja, und mit diesem Texture Pack hier werden wir weiterarbeiten. Das ist total ungewohnt so zu sehen, ne? Ja. Ja, ich finde es immer noch schade, dass dieses Texture Pack nicht weiter produziert wird. Aber gut, ich kann es ja selber nicht ändern. Weil ich meine, in diesem Stil kann ich einfach... Also ich kann Texture Packs nicht erstellen. Ich verstehe nicht wirklich, wie das geht. Dass man halt Texturen... Ich weiß nicht, ich kann Texturen nicht so arrangieren, dass die so zueinander passen. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso nicht so gut zeichnen kann, wie ich finde. Aber hey, das sei an der Stelle mal ausgeschlossen. Was wollten wir dieses Mal eigentlich machen? Ich wollte Gold verbrauchen. Ich brauche Gold für die Antriebsschienen. Exakt. Okay, dann kommen die Fancies hier raus. Gott, das ist total ungewohnt damit zu spielen, ne? Mesa HD habe ich ja totgesuchtet. Oh mein Gott, ich krieg gerade die fettesten Flashbacks ever, ne? Warte, ich brauche Ausrüstung. Gleich erzähle ich. Ich erzähle es jetzt mal der Reihe nach. Wie ich es erstmal dazu geschafft habe, dass jetzt Minecraft wieder mit, also dass jetzt Minecraft mit HD-Texturen läuft. Ich habe mir eine alte Version des MC-Patcher runtergeladen. Und bei MC-Patcher hat man die Option drin, dass man, Gott, habe ich hier noch Eisen? Ja, hinten habe ich noch was. Bei MC-Patcher hat man die Option drin, dass man Minecraft testet. Das heißt, MC-Patcher fungiert selbst als Minecraft-Launcher. Und das heißt, dass ich Minecraft einfach über den Patcher launchen konnte. Das heißt, ich brauchte nicht den alten Patcher oder musste nicht den ersten Launcher patchen. Sondern es ging einfach so, dass ich den MC-Patcher als Launcher genommen habe. Der dann die alte Jar launcht. Also ich spiele nicht mit den neuen Jars, sondern ich spiele mit der steinalten 1.0 Jar von... Wann kam die 1.0 raus? 2012? 13? 13... Nee, 13 war glaube ich 1.3 aktuell. Ja, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ach, scheiße. Also, ne, ich spiele jetzt wirklich mit einer, sagen wir mal, eigentlich schon historischen Version. Was brauche ich? Einen Helm brauche ich eigentlich relativ dringend. Weil sobald ich hier einmal angeschossen werde, ist der wahrscheinlich im Arsch. Halt! Von dem Eisen lasse ich ein bisschen was hier. Botten habe ich noch. Ja, und ja, das ist so das, was hier jetzt los ist. Ich spiele einfach auf einer bockalten Version. Ja, mit dem schönsten Texture Pack, das es gibt, finde ich. Also so manche Texturen wie das Schwert hier oder ne, die Schaufel, die sind fragwürdig, finde ich. Die hätte Isa vielleicht doch ein bisschen schöner ausarbeiten können. Aber das Licht hier zum Beispiel oder... Leute, wann steht noch ein Crafting Table? Wann habe ich das dort hin platziert? Ja, das Licht hier zum Beispiel oder die Texturen, die sind einfach wunderschön, finde ich. Haben wir jetzt schon wieder... Achso. Ja. Oder hier so Alternativanimationen. Die glänzende Kohle. Ja, das Texture Pack, mit dem habe ich auf meinem ersten Server gespielt. Das war damals... Da hatte ein Kumpel einen Minecraft-Server. Ja, frag mich nach Sonnenschein, der war echt nicht gut. Und da habe ich da das erstmal auf dem Server gespielt und... Ach scheiße, wir sind jetzt letztes Mal in Höhlenspinnen reingerannt.
Arsch. Leute, jetzt sehe ich überhaupt erst, was die Rüstung darstellt. Warum habe ich das hier eigentlich noch nicht hochgegraben? Wir haben Freunde übrigens erzählt, dass die eine Meise kriegen, wie ich hier die Ressourcen abbaue teilweise. Dass ich mit dem Schwert die Schienen abgebaut habe in der Reihenfolge. So, ich nehme hier jetzt mal wieder die Zäune mit. Ach ja, der süße Creeper. Oh fuck, tschüss. Da unten steht noch einer. LOL. Ich habe dieses Schussgeräusch rechts von mir. Das ist nicht schön. Ja, Freunde von mir haben einen Knall gekriegt, als sie gesehen haben, wie ich hier die Ressourcen teilweise abbaue. Ich finde es schön, dass Freunde tatsächlich hier reingucken. Also, ne, ja, die entsprechenden Freunde werden die Anspielung schon verstehen. Wenn ihr die Anspielung verstanden habt, dann fühlt euch gegrüßt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich keine Realnamen benutzen soll. Und deswegen sage ich an der Stelle, ne, ihr beiden Guten, falls ihr euch angesprochen fühlt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das wäre witzig, wenn sie jetzt wirklich kommentieren. Die gucken natürlich, also ich glaube nicht, dass sie jede Folge gucken, weil, ne, manche Videos haben auch aktuell noch gar keinen Aufruf, was auch nicht schlimm ist, ne? Ich mach das ja auch Spaß. Nein! Wo kommt der denn her? Den habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist da vorne? Achso, es ist einfach nur dunkel da vorne. Oh, Eisen. Naja, das Silbereisen, wie man es aus Gronkhs LP kennt. Ach ja. Das waren damals so schöne Zeiten. Oh lol. Wir haben Flint. Wo haben wir? Da. Das schöne Feuerzeug. Warum habe ich mir jetzt ein Feuerzeug gecraftet? Das ist an der Stelle auch einfach schnell beantwortet. Wenn ich jetzt auf einen Schacht stoße mit Höhlenspinnen, dann kann ich die Netze einfach abfackeln, dann brennt es da einmal schön durch. A, verbrennen dabei teilweise ein paar Spinnen, was ganz cool ist. B, brennen halt die Netze weg, die mich behindern, um zum Spawner zu gelangen und den zu deaktivieren. Es kommt immer Nachrichten von Leuten. Es kommen immer Nachrichten von Leuten mitten in der Aufnahme. Aber nicht in Aufnahmen, in denen ich es mir leisten kann, mal aufs Handy zu schauen. Nee. In der Minecraft-Aufnahme. Leute, ernsthaft, warum? Und vor allem sind das immer so eine Nachrichten. Ich schiel aufs Handy. Gebe ich auch offen zu, ne? Ihr wisst auch, dass ich hier teilweise eine Aufnahme einfach antworte, wie ich es gerade eben getan habe. Es sind halt teilweise so Nachrichten, auf die ich auch unbedingt antworten möchte, ne? Und dann muss ich halt auch darauf antworten. Ich habe da so einen kleinen Zwang. Ich habe ja sonst keine Macke. Aber den Zwang habe ich. So, da herrschen wieder Spinnen und Zombies.
So, hier Spinnnetze, die kann man auch schön mit dem Schwert abbauen. Ja, und so tötet man Zombies. Und so tötet man Creeper. Simple as that. Hä? Okay, nevermind. Ich bin hier nur ein bisschen verwirrt gerade. Weil da stand eine, hier links stand eine Fackel und ich weiß nicht, wann wir die Fackel hier platziert haben. Hier sind irgendwo Spinnen. Oh, the Night of the Rabbit. Das hört sich schon wieder so massiv an. Das sind garantiert Höhlenspinnen, die ich hier höre. Irgendwo da hinter der Wand oder so. Ja, das sind Höhlenspinnen. Oh nein, von da unten kommen die. Scheiße. So ein Scheißdreck. So ein verfluchter, verfickter, verkackter, dreckiger Scheißdreck. Allein schon, wenn ich die höhere kriege, ich Tourette. Na dann, brennt mal vor euch hin, meine Lieben. Ich weiß halt auch nicht genau, woher die kommen. Weil die... Uah! Scheiße, meine Spitzhacke ist kaputt. Mein Helm ist kaputt. Ja, und genau jetzt, wo es in den Kampf gegen die Spinnen geht, kommt Megalovania oder was? Ja, da unten sind sie. Diese kleinen Kanalratten. Komm her, du Sau! Challenge me! Warum brennen die Netze nicht? Die Netze sollen brennen. Netze können nicht brennen. Was ist das denn für eine Kacke? Dann mache ich das einmal so. Ich dachte, die Netze können brennen. Ja, scheiße, dann muss ich das nächste Mal eine Schere mitnehmen, weil mein Schwert will ich jetzt... Nevermind. Mein Schwert will ich jetzt nicht unbedingt dafür opfern, um hier so ein paar verfickten Netze abzubauen. Ich dachte halt, ich kann die Spinnen, die mich hier anzünden, und dann fackeln die einfach knallhart weg. Aber wenn es so ist, da gebe ich doch mein Schwert nicht auf. Das leidet schon genug unter Dingen. Unter monströsen Monstrositäten. So, dann nehme ich die Fackel hier wieder mit, weil da unten steht ja eine drin. Also es gibt wenig Gegner, vor denen ich ziemlich Angst habe in Minecraft.
Aber Höhlenspinnen zählen dazu. Weil es sind so viele und die sind so unberechenbar irgendwie. Und außerdem mag ich Spinnen nicht. Gott, wie ich es hasse, wenn hier Wasser im Höhlenschacht drin ist. So. Hier nehmen wir wieder das Holz mit. Das Holz kann ich nicht mehr mitnehmen. Und irgendwas muss dafür jetzt rausfliegen. Und wir verabschieden uns an der Stelle vom Rotten Flash. Danke, dass du bei uns warst. Gott, ey, ich glaube, ich grab mich hier jetzt erstmal wieder raus. Also ich grab mich wirklich raus und nicht, dass ich den Ausgang suche. Warum? Weil das hier ein neuer Höhlenabschnitt ist. Das ist kein neuer Höhlenabschnitt. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Hier sind wir doch auch irgendwo auf Höhlenspinnen gestoßen. Ja, super. Ey, und wer schreibt mich jetzt die ganze Zeit an? Warum habe ich gerade das Holz nicht aufsammeln können? Ja, wow, ganz großes Kino. Ah, Schienen habe ich ja zum Glück noch dabei. Oh ja, das passt natürlich sehr gut zu Minecraft, ne? So, dann graben wir uns an der Stelle halt hier einfach mal hoch. In der Hoffnung, dass... LOL! Der kam unerwartet. In der Hoffnung, dass wir A, nicht erschlagen werden. Und B, dass wir entweder nicht volllaufen mit Cobblestone oder dass unsere Spitzhacke vorher den Geist aufgibt. Na komm, weißt du was, nehmen wir das Holz hier. So, ich stelle jetzt erstmal eine Fackel hin. Okay. Für den Fall, dass hier noch irgendwo Gravel ist, habe ich da jetzt eine Fackel hingestellt, weil dann... kann der Gravel direkt darauf fallen und dann wird er direkt zerkleinert. So. Aber ich glaube, unsere Spitzhacke gibt den Geist auf, bevor wir volllaufen. Zumindest hoffe ich das, wie gesagt. Aber wir haben bisher immer noch kein zweites Diamantvorkommen gefunden. Ich höre schon wieder das Skelett. Das ist Sandstein. Ja, oh. Wir sind doch vollgelaufen. So, und ehe wir uns dem Skelett stellen müssen, esse ich nochmal was. Und was kann ich dann alternativ jetzt noch rausschmeißen? So. Machen wir es einfach so. Oh nein, oh nein, oh nein. Ganz toll. Ganz großes Kino. Jetzt sind da unten alle fucking weg.